Hallo, herzlich willkommen auf dem Kanal von Keep Supernova. Mein Name ist Flavo. Ja, und heute möchte ich einen kleinen Squid Talk mit euch machen. Während ein Splatoon-Spiel läuft, möchte ich mit euch ja, über ein eher ernstes Thema mich unterhalten. Gerade in Zeiten von Corona und diesen ganzen Auswirkungen jetzt haben sich viele von euch bestimmt Gedanken über die Zukunft gemacht und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Das heißt, ich möchte ein paar Gedanken zu diesem Thema mit euch teilen. Aber wir gehen erstmal rein ins Spiel und dann reden wir ein bisschen darüber. So, und los geht's. Ja, die Zukunft. Ja, was bringt sie uns? Gerade wenn schlimme Dinge passieren oder außergewöhnliche Dinge passieren, dann machen wir uns immer Gedanken, ja, wie geht es jetzt weiter? Es ist nicht das Virus selbst, was mir Sorgen macht oder wo ich jetzt sage, gut, wo ich mir wirklich Sorgen um die Gesundheit mache, sondern es sind eher die Auswirkungen, die das Ganze nach sich zieht. Geschäfte sind zu, die Gastronomie ist zu, wie geht es mit sozialen Kontakten weiter und so weiter. Das ist alles recht schwierig. Ich bin der Meinung, wir haben eigentlich eine recht gute Technologie, um viele Dinge online zu machen oder kontaktlos zu machen. Und aber trotzdem, nichtsdestotrotz, viele Branchen leiden darunter, die auf Publikumsverkehr und so weiter angewiesen sind. Aber ich möchte jetzt nicht da ins Detail gehen, sondern es geht eher um Zukunft bzw. Ängste vor der Zukunft, Zukunftsängste. Viele haben ja auch Angst, dass schlimme Dinge in der Zukunft passieren oder einfach auch aus Ungewissheit, ja, was passiert. Es gibt Dinge, die können jeden betreffen, obwohl man eigentlich davon ausgeht, naja, das ist erst ein paar Jahren oder wenn ich älter bin, warum soll ich mir mit 20 Gedanken darüber machen, was ich, wie meine Rente aussieht, ja? Dabei kann man auch mit 30 oder mit 40 irgendwie krank werden oder sonst irgendwas bekommen und dann nicht mehr arbeiten gehen und so. Und das ist auch so ein Punkt. Arbeit und Beruf. Ich unterscheide zwischen Beruf und Job. Ja, also ein Job, das ist eine Arbeitsstelle, wo man Geld verdient. Ein Beruf, das ist praktisch etwas, wo man, ja, wo man sein Leben mit einen Sinn gibt, aber wo man praktisch sich mit beschäftigt, wo man sagt, ja, das hat mein Leben, das ist jetzt mein Leben oder das ist der Sinn von meinem Leben oder meine Aufgabe, wenn man daran glauben möchte. Und jetzt werden einige sagen, naja, wie kann man das so ernst nehmen? Nun, bedenkt, wir arbeiten im Schnitt in der Regel 8 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche und das das ganze Jahr über und das in der Regel, bis wir so 60, 65, vielleicht noch ältere Jahre sind und wir verbringen sehr viel Zeit in unserem Beruf, in unserer Arbeit. Und wäre es da nicht dann wichtig, dass wir das machen, wo wir gern machen und nicht bloß, dass wir eben Kohle verdienen oder abgesichert sind. Also wer jetzt gerade in dieser Phase oder in dieser Phase ist, sich zu entscheiden, was mache ich beruflich oder was, ja, so, ja, wenn Sie es platt, ja, mit seinem Ultrastempel, so, hab dich weggesplattet. Sollte sich schon Gedanken machen, ja, wie. Was will ich wirklich? Nicht, was wollen meine Eltern, nicht, was wollen meine besten Kumpels oder so. Weil ich finde das auch immer ganz schlimm, wenn es heißt, ja, ich mache die Arbeit, weil meine beste Freundin oder mein bester Kumpel das auch macht und das, weil das sicher ist, sondern macht das, wonach euch ist. Also nicht das, ja, wo die Gesellschaft vielleicht sagt oder wo euer Umfeld vielleicht sagt, ja, oh, das ist jetzt was, wo ganz wichtig ist, macht das ist, da kann man Geld verdienen und so weiter, sondern was ihr gerne macht. Ja, ich gebe euch als Rat so zum Schluss von diesem Squid Talk. Wir haben jetzt, ich bin jetzt gar nicht auf das Spiel selbst eingegangen, sondern habe eher jetzt ein bisschen über dieses Thema gebabbelt. Wo war ich jetzt? Ja. Bleibt bei Entscheidungen, lasst bei Entscheidungen euer Herz entscheiden und dann setzt euren Verstand dazu ein, dieses Ziel, das ihr mit dem Herzen praktisch getroffen habt, zu erfüllen. Ja, das ist ein gut gemeinter Rat. Übrigens, es ist völlig egal, in welchem Alter ihr seid. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel da denkt,
Naja, ich habe schon längst die 30 oder so überschritten. Das zählt nicht mehr für mich. Bei mir ist der Ofen aus. Ja, es ist nie der Ofen aus. Vielleicht gerade ein paar Beispiele geben. Das sind jetzt Namen. Manche von euch sagen diese Namen was, manche vielleicht nicht. Ich sage es jetzt einfach mal. Tim Allen, ein Schauspieler und Komiker, Sitcom-Star, der war auch schon, der hat auch schon die 30 überschritten, wie er gesagt hat, hey, ich mache nochmal was ganz anderes und werde ja, Stand-up-Comedian. Und jetzt kennt man ihn als Tim den Hammermann oder bei Last Man Standing und so weiter. Oder Rodney Dangerfield. Googelt diesen Namen mal, wenn er euch nichts sagt. Der war über 60 Jahre alt, wie er gesagt hat, hey, ich will Comedy machen, hey, ich will Schauspieler werden. Und dann ist er nochmal recht erfolgreich geworden, ne? Also das sind nur einige Beispiele. Natürlich hat man Vorteile, wenn man jünger ist. Aber auch wenn man älter ist, heißt es nicht, dass der Zug durch ist und der Ofen aus ist. Ja, also nicht, ich sage immer, nicht aufgeben und immer das machen, was man gerne macht und nicht das, was man machen soll. Natürlich gibt es Sachen, wo man machen muss. Ja, also man muss Steuern bezahlen, Rechnungen bezahlen und man hat ja auch Verpflichtungen. Man hat ja nicht nur Rechte, man hat ja auch Pflichten. Aber lasst euch nicht von Pflichten erdrücken und erschlagen und vergesst nicht das Leben. Ja. So, das soll es gewesen sein. Beim nächsten Video werde ich dann wieder ein bisschen näher auf Splatoon eingehen, beziehungsweise ja, was anderes wieder. Es war jetzt ein bisschen ein ernstes Gespräch. Ernstes Gespräch, ich rede ja hier alleine ein ernstes Thema. Schreibt mal in die Kommentare, dürft ihr eh reinschreiben, was ihr davon haltet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund, wascht euch die Hände und bleibt neugierig. Tschüss.